Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ihr habt es gesehen. So, ich kann euch schnell ein Outfit zeigen. Da musst du an meinen Geburtstag anlegen. Das so? Ja, sehr cooles Outfit. Dankeschön. Das coolste Outfit, das du bis jetzt gehabt hast. Überhaupt. Mhm. Danke. Wir machen heute einen Stadion-Vlog. Ihr habt es gehört, hinter der Kamera hat Michel. Michel kommt mit. Wir schauen, ja, bitte Finger. Wir schauen heute Luzern gegen Stade Lausanne. Stade Lausanne aufgestiegen. Bin ich gespannt, wie sie sich schlägt. Luzern hat gewonnen. Gegen wen haben sie mal gewonnen? Ich weiss den Namen nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben. Ich weiss nur, dass sie auf Stockholm gegangen sind. FC Vaalfeld. Durgarden. Das ja. Ist in Stockholm, sind sie. Ja. Stockholm ist in Schweden, gell? Deswegen bin ich auch gespannt, wie sie jetzt wieder zurücknehmen, die Super League. So, herzlich willkommen zum vom Schnittprogramm. Kann ich wollen sagen, schnell lass ein Like und ein Abo da unten. Cooler Vlog wird und abonniert für mehr so Videos. Ich schneide bitte am Schneiden. Gut, Leute. Ich wünsche euch einen coolen Vlog. Was denkst du, wie viel gewinnt heute Luzern? Oder was steht? Was? Gib mir einen Tipp ab. 2-1. 2-1 für Luzern. Einfach die beste Zahl. Michel, lass mich mal so umrennen. Let's go. Schön warm, ja. So, Michel hat es umgenommen. 50er Schutz. Mal richtig passen. So, da ist mal Militär. So, sind schon ein paar Leute da. 20 Minuten vor Spielbeginn. Könnte es sein, dass heute viele Leute da sind? Könnte es sein. Michel, da ist ein Fanshop. Wer ist der Schal? Star. Ja. Super! Hä, ob du Mitglied bist? Ja. Aber die sind so unfreundlich. Du bist offiziell Luzernerin. Ja, so gefällt mir das. Wieso? Wieso? Oder mach einfach, wie du willst. Wir sind jetzt vor dem Stadion, wir gehen jetzt rein, mal schauen. Es ist jetzt 15 Minuten vor Spielbeginn. Wahrscheinlich sehen wir den Diego nicht mehr aufwärmen, leider. Also Michel, was ist jetzt? Gib mir einen Tipp. Sag einfach, wie viel öppe. Sag einfach. 5-1 Luzern. Ich würde gerne etwas trinken kaufen, sonst kann ich es nicht. Es ist verdammt teuer, gell? Das ist mir egal. Ich sage, Luzern gewinnt heute 3-1. Ich kann jetzt eigentlich nicht selber. Ja. Ich sage, Luzern gewinnt heute 3-1. Sie machen das wirklich. Weil sie sind eiskalt am Donnerstag. Michel wird so noch ein Getränk holen. Ich sehe es schon. Wenn wir ein Getränk haben, ist der Match schon los. Ist der Match schon losgegangen. Mach ein bisschen vorwärts davor, bitte. Das ist auch wieder eine Frechheit. Getränk. Gefühlt die Hälfte nur aufgefüllt. Und zahlst schon 5 Stutz für das. Wir haben leider keinen Matchbericht bekommen, aber ich kann euch noch schnell auf dem Handy zeigen, wer alles spielt. Ich glaube, es hat so mittelmäßig Leute heute. Yeah. Passt. Es kann losgehen. Erstes Spiel in der Meisterschaft. Losgehen! Der Captain mit der Nummer 7, Max! Der Diego ist leider nicht auf dem Aufgebot. Der Yashar ist einfach wieder auf der Bank. Yashar ist wieder auf der Bank, der Oku. Der ist ja von Stade Lausanne gekommen, der ist jetzt auch wieder auf der Bank. Nehmt ihr auf der Haupttribüne, aufstehen! Aufstehen, komm, aufstehen! Habt ihr den Schal auf? Stell das Zeugs ab, oder? Oder? So in Ordnung! Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist ziemlich voll. Ja, es hat gar keine Stade Lausanne-Fans, es ist einfach leer. Es ist fast leer. Und da kommen wir. Also eben, Lausanne-Fans hat es fast nichts. Eigentlich leer, so vielleicht 10 Leute, 10, 15 Leute. Ah, oh, nein, nur jetzt. Ich bin auch ziemlich gespannt, wie sich Lausanne tut, dingseln. Ah, geile Story. Ich bin echt gespannt, wie Lausanne sich schlägt gegen Lausanne. Gut, los, haben wir ja gesehen. Komm, setz dich durch, das ist das Zweite. Ja. Aber nein, ruhig spielen. So, hier ist Eckball.
Einfach ausgespielt. Und jetzt bringen? Jetzt noch eins. Zwei Deckball. Alle kommen. Nein. Also Zahn muss heute schon gewinnen. Schau mal, die sind nicht drauf. Schau jetzt. Komm, rechts. Tschüss. Also kann ich sagen, wenn heute Luzern nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Was ist dein Traum? Haaland live gesehen. Nein! Also jetzt müsst ihr langsam einen machen. Der lührt den Burg da vorne den Ball. Habe ich nicht gefilmt. Könnte auch gefährlich sein. Geht's lang. Nein! Jetzt sind sie unterstützen, der Marco Burch. Weil er vorher den Ball verloren hat, so blöd. Wieder doof. Aber Lausanne ist nicht viel wert, das kann ich sagen. Was meinst du? Am Geine. Könntest du mich echt schnell fragen, ob du noch Sonnencreme im Gesicht hast? Ich merke sie ein bisschen, ja, sie spielt ein bisschen nervös, statt Lausanne. So ein bisschen haspelig, so zwirbelig. Und Luzern spielt sehr ruhig. Oh, aber hinten noch ein bisschen gefährlich zwischen ihnen. Zum Beispiel. Doofer Ballverlust. Unnötig. Schau jetzt. Hör mal, Selfies machen die ganze Zeit hier. Können wir jetzt minder mal eine machen da unten. Jetzt 3 gegen 3. Was machen jetzt beide von den Lausanner Springer auf einer Linie? Herr Friedrich hat letztes Jahr schon alles gutes Goal geschossen. So, mach noch eins. Unten durch. Meinst du? Mit links? Nein. Jawohl, BK. Du hast so lange bei BK, Mann. Das ist unglaublich. Hat er den fast schon Grimpe bekommen. Was geht? Das kann ich nicht sein. Schau, jetzt hat er so viel Platz wieder. Vorher, ist nicht wieder anders, der vorher einfach in Gegenspieler nicht reit hat. Ist der Burg oder der Friedeck? Ich weiß nicht mehr. Hat sich auf jeden Fall komplett die Gegenspieler nicht gedreht. Stark. Gut so. Und hinten wieder zeigen. Zentrum. Nein. Wieder rechts. Oh! Atlante, Mann! Was ist das? Atlante hat er nicht gefetzt. Jawohl. Jetzt kommt. Jawohl, Seitenverlagerung. Musst mit, komm. Nein. So viele sind da hinten. So, Pause. Erste Halbzeit vorbei. So, hier die Statistiken. Wir haben. Lausanne hat 6 Schüsse, Luzern 5. Komisch. Torschüsse, ich merke das selber. Lausanne 3. Luzern 1. Luzern müsste viel mehr haben als Lausanne. Im Ball besitzt Luzern ein bisschen mehr als Lausanne. Ist okay. Und Pass hat Luzern auch ein bisschen mehr. Also Luzern tendenziell ein bisschen überlegen, aber es lange nicht. Die zweite Halbzeit müssen noch etwas zulegen. Wie gerne ich jetzt hier schnell unter das Wasser gehen, Mann. So ohne Sinn habe ich lange Hosen angelegt. Bist du da auch lange Hosen noch? Das sind unsere Maskottchen, Michel. Das sind unsere zwei Männer. Das ist auch sicher ein geiler Job hier. Über den Platz laufen und ein bisschen die Löcher stopfen. Passt. Es sieht so aus, als würde der Williger und der Yashari. Nein, der Yashari kommt rein. Yashari, bin ich gespannt, wie er spielt. Nach den vielen Sachen, die hier sind. Aber ich glaube, wenn er jetzt reinkommt, dann bleibt er doch bei Luzern. Mit der Nummer 6, Ardon Yashari. Und das Nummer 10, Kevin Skotanova. Eine knappe Sache. Aber es weht ein anderer Wind. Es weht ein anderer Wind und das kommt gut. Also, komm, Yashari. Komm, jetzt kommt Billiger! Ja! Billiger! Yes! Wichtig! Jawohl! Wichtig, gib das erste Goal! Billiger!
Und da bleiben wir hocken. Jetzt kommt der Oku, oder was? Gut gespielt, machst du es gut. Das ist der Oku. Ja. Der Oku ist aber sau schnell im Fall. Der ist wirklich extrem schnell. Der hat bis dahin Lausanne gespielt. Jawohl. Ja, Schari. Oh, Mika! Ah. So, spiel mal Oku, bitte. Machen jetzt kein Problem, Mann. Er ist ja aussen gestanden. Hier hat es ja Schade. Wow. Dine. Nein! Jetzt komm Oku, sprint! Geh Oku, geh! Der ist so schnell, schau, der ist... Nein! Nein! Nein, also sorry! Sag mal einen Grund, wieso... Auf den Ruhen! Was ist das? Simulant! Oh, schau jetzt! Ui, Bika! Bika mit deinen langen Scheichen. Jetzt, Oku, jetzt! Oh, look! Ah, doch nicht. Stark. Jetzt weg, reden. Nein! Alter! Nein! Die haben das zweite sind vor dem Ball gewesen. Und beide haben gedacht, der andere nimmt den Ball. Gibt's ja nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Hier können wir hocken bleiben, jawohl! Der Lars Willig rechts, 2 Goal. Miteinander. Gut, auch cool. Jetzt könnte man eintreffen, ich habe gesagt, 3-1. Und jetzt ist es 2-1. Bitte, Mann, jetzt hier. Jetzt oben, nimm es noch. Nein! Ui, herrlich. Jawohl! Gut so, Burg. Ja, ist ein richtiger Holzäpfel. Der kontrolliert jetzt seit einer halben Stunde, was es da genau das Problem ist. Eben noch gelbe Karte weggegeben oder keine Ahnung was. Spielt doch einfach Fußball, Mann. Nicht immer so scheiße. Okay. Jetzt geht er zum Videoschiedsrichter schauen. Super. Mann, was macht er? Schau jetzt, Michel. Rot! Rote Karte! Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, was das Problem war, aber... Ich habe das Problem gesehen.
Du hast schon gesehen, ja? Gut, Loretz. Wichtig. Wichtig. Aber schon Sport. Abplatzen! Wenn ich jetzt noch das Goal mache. Ja, ja, komm! Ja, ja, ja! Kein Foul, kein Foul. Nein, nicht richtig, nein. Okay, weißt du es. Fertig! So, wir gehen jetzt gerade, damit wir noch nicht im Stau stecken. Und hat Luzern gut gespielt? Ja, fast so. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen verdient. Aber Luzern müsste die erste Halbzeit schon führen. Die zweite Halbzeit richtig dumme Fehler. Wäre auch nicht nötig gewesen, aber sind gewonnen, haben es nochmal gut gemacht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ah, der Wind! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video ein Like, abonniert meinen Kanal. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr den Match gefunden habt. Wie hast du ihn gefunden? Cool. Kuss, Leute, und bis zum nächsten Video.